Ja, die Vorschläge wären, bleib neugierig, leidenschaftlich und fleissig. Und dann wird alles möglich. Da bin ich überzeugt. Miguel Ferreira, Key Account Consultant, auf Deutsch Grosskundenbetreuer, bei der Firma Migros AG, die ein Unternehmen der Migros Gruppe ist. Vielseitigkeit und dass sich täglich neu müssen erfinden. Kein Tag ist wie der andere und jeder Tag bringt neue Herausforderungen. Und die versuchen zu meistern und Kunden zu begeistern, das ist etwas, was mich jeden Tag antreibt. Das müssen innerhalb von Sekunden vielleicht die richtige Strategie entscheiden. Weil sich an der Börse jetzt plötzlich alles verändert hat und der ganze Tagesablauf jetzt auf dem Kopf steht. Das wäre eine Einschränkung. Und es kann auch mal sein, dass man ein Projekt, das man lange bearbeitet hat, sich als nicht die beste Strategie herausstellt. Und da muss man halt mit der Kreativität und mit Strategie dahinter gehen und das vielleicht ganz neu aufgleisen. Ich arbeite für Migros, Genossenschaftsbund. Das ist der grösste Detailhändler in der Schweiz. Und innerhalb der Migros arbeite ich ganz konkret für die Migros AG. Wir sind im Handel Brenn- und Treibstoff in der ganzen Schweiz flächendeckend tätig. Brennstoff und Treibstoff sind Heizöl, Diesel und Benzin. Das ist unser Kerngeschäft. Bei der Migros bin ich angestellt als Key Account Consultant. Das heisst auf Deutsch übersetzt Grosskundenbetreuung. Also Schlüsselkunden von strategischer Wichtigkeit für das Unternehmen. Mein Tag fängt mit einem Kaffee an, mit zwei Tageszeitungen meistens. Dort informiere ich mich als allererstes über die politische Situation auf der Welt. Wie sieht es in der Wirtschaft aus? Und an den Rohstoffmarkt. Das hilft mir weiter, um nachher meinen Tag so zu gestalten und die nötigen Informationen zu haben, um meine Kunden später zu beraten. Nachher geht es ins Büro und da treffe ich etwa gegen die 8 Uhr am Morgen ein. Und dann werden zuerst einmal Mails gecheckt vom Key-Account, von unseren Grosskunden, um zu schauen, ob irgendetwas vorgefallen ist, irgendein Notfall sind und so weiter und so fort. Und dann geht es schon langsam an die Tagesstrategie. So gegen die 10 Uhr kommen wir im Key-Account Preise über für den Tag. Also sozusagen die Tagesstrategie, wie gehen wir auf den Markt. Das ist sehr stark von den Börsen in London abhängig. Und anhand dieser Preise können wir dann nachher unsere Strategie für den Verkauf festlegen. Das heisst, ich kenne meine Kunden gut. Ich weiss, wann der Moment ist, zum aktiv werden und dann geht es los. Die Kunden von mir kommen Offerten über, entweder telefonisch, elektronisch oder persönlich, wenn ich einen Kunden besuchen kann. Und ja, dann fängt das Ganze aktiv an. Sozusagen. Bis um 12 Uhr ist es so etwas wie an der Börse. Dann versucht man natürlich, die Geschäfte zu machen. Und die Kunden kommen auch mit ihren Anliegen und ihren Bedürfnissen auf einmal aktiv zu. Der Schneller ist der Geschwinder und ich versuche immer, der Situation einen Schritt voraus zu sein, damit meine Kunden von mir so schnell wie möglich die nötigen Daten haben, um sich können Gedanken zu machen, ob der Moment gekommen ist, um eine grosse Menge abzunehmen. Mein Werdegang sieht so aus. Ich bin in Zürich aufgewachsen, Primar- und Sekundarschule gemacht. Dann ist es weitergegangen an die KV-Lehre. Also ich habe kaufmännische Ausbildung in der Speditionsbranche gemacht. Und meine erste Etappe war dann nachher dort, Tourismus. Ich habe im Tour Operating gearbeitet, im Verkauf. Und bei einer Airline in der Operations. Später ist zu einer Firma gegangen, die Grosshandel gemacht hat im Lebensmittelbereich. Und zwar für Mittelmeerregionen, Spanien, Italien, Portugal. Dort sind meine Sprachen natürlich auch sehr gut zum Zug gekommen. Und dort habe ich als Verkäufer angefangen und durfte am Schluss eine Abteilung leiten. Ich konnte sehr viel Erfahrung gewinnen im Einkauf und im Verkauf. Und vor allem
sehr viel Sicherheit in der Verhandlungstechnik mit Kunden und Lieferanten. Ich bin seit November 2014 bei der Migros tätig. Ich habe dort in der Privatkundschaft angefangen und durfte später in den Grosskundenbereich wechseln. Grundsätzlich ist alles möglich. Wichtig ist, dass es nicht eine introvertierte Person ist. Man muss sehr oft aktiv auf Menschen zugehen. Und Verkaufsausbildung oder eine kaufmännische Ausbildung kann da sicherlich nicht schaden. Und ich würde noch dazu sagen, dass ein paar Jahre Verkaufserfahrung sicherlich wichtig wäre bei unserem Job.